Jawohl. Das klingt doch vielversprechend. Sie erinnern sich doch sicher noch an die Kelly Family, die singende und musizierende Großfamilie, die in den 90ern jede Menge Preise einheimste und 20 Millionen Tonträger verkaufte. Als deren Jüngster stand er schon vor 30 Jahren auf der Bühne. In der Zwischenzeit hat er seine eigene musikalische Familie gegründet. Sein Jüngster ist jetzt gerade mal 3 Jahre alt. Angelo Kelly, das langhaarige Nesthäkchen, das damals Teenager-Mädchen zum Schwärmen brachte, gleich bei uns live in der Abendschau. Jetzt, über 20 Jahre später, hat er seine eigene Familie und tourt mit Frau Kira und seinen 5 Kindern als Angelo Kelly and Family über die Bühnen. Auf ihrer Irish Summer Tour lassen sie den Sound der ursprünglichen Kelly Family wieder aufleben. Eine musikalische Großfamilie mit Papa als Bandleader. Ein Vater, wie ihn sich wohl jede Tochter wünschen würde. Und hier ist er mit einer neuen Single aus dem Album Irish Heart, Black is the Color, Angelo Kelly. Black is the color a true love's hair. Her lips are like some roses fair. She had the sweetest smile, the gentlest hands. I love the grounds whereon she stands. I love my love, and will she know? I love the crowns whereon she goes. I wish the day it soon would come when she and I can be as one. Is the color of my true love's hair. Her lips are like some roses fair. She had the sweetest smile, the gentlest hands. I love the grounds whereon she stands. I love the grounds whereon she stands. I love the grounds whereon she stands. Vielen Dank. Angelo Kelly mit dem Song Black is the Color aus dem Album Irish Heart. Angelo, hallo, hi. Willkommen in der Abendschau. Dankeschön. Herzlich willkommen, wir setzen uns. Freut mich. Ja, heute mal ganz solo. Ich kann mir vorstellen, das ist ein relativ merkwürdiges Gefühl, oder? Ja. Ihr seid immer als Family unterwegs. Also, ich habe das zumindest seit ein paar Jahren nicht mehr gehabt, weil ich entweder mit der Kelly Family die Bühne voll hatte. Damals. Ja, auch die letzten paar Jahre, das Comeback. Und mit der eigenen Familie machen wir überwiegend Musik zusammen. Aber die sind gestern Abend schon nach Hause, nach Irland geflogen. Und ich fliege gleich. Aber ich dachte mir, einen kurzen Abstecher hier. Und die Bühne ist ein bisschen kleiner, dann passe ich da gerade so drauf. Ich glaube, unsere Zuschauer haben es auch genossen. Und hier sehen wir aber komplett alle. Also das ist jetzt quasi deine Familie, sozusagen die Kelly Family 2.0, oder? Ja, manche nennen das so. Klar, wir sind auch mit dem Namen Kelly unterwegs. Und, aber das ist ja die Angelo Kelly Family. Es ist eine neue Story, ganz, ganz einfach. Ihr seid zurück auch nach Irland gezogen, nachdem ihr ja auch ein paar Jahre unterwegs wart in einem Wohnmobil. Warum diese Entscheidung? Wir haben nach 3 Jahren Reisen
haben wir das Gefühl gehabt, dass wir Deutschland mögen, aber schon irgendwo leben wollten, wo man so ein bisschen mehr Ursprünglichkeit, ein bisschen mehr vielleicht Freiheit. Und in Irland ist alles noch so ein bisschen in der alten Zeit geblieben teilweise. Wenn man auf dem Land ist, ist vieles wie früher. Und da fühlen wir uns pudelwohl. Ich bin ja auch Ire. Und wir haben dann diesen Schritt gewagt und nicht bereut. Und deine Frau ist aber Deutsche. Ja. Ihr habt euch kennengelernt, als du 9 Jahre alt warst. Genau. Auf der Straße. Ja, wir haben Straßenmusik da in ihren Ort gemacht, wo sie herkommt, in Warnemünde. Und wir haben uns als Kinder kennengelernt, befreundet. Und jetzt habt ihr 5 Kinder gemeinsam. Und, ja. Ich stelle mir das ganz spannend vor, weil dieses Lebensmodell damals bei euch auf dem Hausboot, was viele noch so kennen, mit vielen, vielen Kindern, ganz so groß seid ihr jetzt noch nicht als Familie. Aber wie kann man sich das vorstellen? Was nimmt man da mit? Hat man sofort den Plan, ich möchte das auch immer weiter so haben? Oder entwickelt sich das? Ich habe Glück gehabt. Also erstmal, ich fühlte mich als Jüngster von 12 immer sehr geborgen. Und ich habe eine Großfamilie als was Tolles empfunden. Das ist vielleicht nicht für jeden der Fall im Leben. Bei mir war es so und deswegen wollte ich auch eine große Familie haben. Und dann habe ich sehr jung auch die richtige Frau kennengelernt und wir haben eine lange, lange Freundschaft gehabt und trotzdem sehr jung Vater geworden mit 19. Mhm. Aber wir waren dann schon lange also beste Freunde, 2 Jahre schon ein Paar und es war ganz klar. Die Musik hat euch immer verbunden. Sie singt auch, sie ist mit auf dem Album. Ja, sie hat schon immer Musik gemacht, aber die Freundschaft war unabhängig von der Musik. Die Musik war einfach so eine Frucht darüber, davon. Und mittlerweile, sie schreibt unfassbare Songs. Mhm. Auf dem Album hat sie auch 2 Stück, die Kinder auch teilweise Songs. Ja, einen, wir haben ganz kurz schon drüber geredet, Let Go. Den fand ich sehr interessant, weil da gibt es auch ein tolles Video dazu. Ja. Und ich habe mich gefragt, ob das tatsächlich, also was davon real ist. Du hast mir schon verraten, das Haus war nicht eures. Aber also in dem Video haben wir es sollte alles ein bisschen alt aussehen. Yeah. Unser Haus ist zwar alt, aber nicht ganz so alt. Okay. Aber ansonsten ist wirklich die Story komplett dein ältester Sohn. Genau. Will fortgehen und deine Frau hat den Song auch geschrieben? Korrekt. Also Kira hat den Song geschrieben. Es geht ums Loslassen. Mhm. Der Älteste ist natürlich das Erste für uns, was so eigene Wege gehen wird, sehr bald. Und damit sich jetzt schon zu beschäftigen, dafür ist Kunst natürlich perfekt, weil es immer eine Form von Therapie ist. Mhm. Und dann singen sie es auch noch zusammen im Dialog. Und ich glaube, das wird uns allen diesen Prozess erleichtern, wenn es dann soweit ist. Mhm. Und wenn er aber dann in 5 oder 10 Jahren noch nicht ausgezogen ist, dann sage ich so, jetzt reicht's, jetzt geh mal. Jetzt schreiben wir einen neuen Song irgendwie mit einem neuen Thema. Aber der Allerkleinste ist 3 Jahre alt. Der ist 3,5, ja. Und auch der ist mit auf der Bühne, ist mit im Tonstudio und hat auch schon seine Aufgaben. Naja, Aufgaben weiß ich nicht, aber er ist überall dabei, wo er dabei sein möchte. Und er hat auch Spaß damit. Also selbstgewählte Aufgaben. Genau, der kommt und geht, wie er will. Und manchmal lenkt er auch voll ab. Und du singst ein ernstes Lied und der kommt und macht irgendwie Rock'n'Roll-Posen. Und das ganze Publikum lacht. Und du denkst so, William, was macht er schon wieder? So, das ist halt, aber ich bin so auch aufgewachsen. Ich habe auf der Bühne mit Autos gespielt. Und die Bühne ist für uns nichts Fremdes. Es ist ein zweites Wohnzimmer. Okay, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Irish Summer Tour dann, die Ende Juni startet. Genau, wir sind im Gebiet, sind wir hier ein paar Mal. In München. München, Regensburg, einige Stationen. Paar andere noch, ja. Dann vielen Dank für den Besuch, Angelo Kelly. Alles Gute dafür. Und wir haben noch unsere Zahl des Tages, das ist heute die 14. Denn so alt ist ein ganz besonderes Lux-Exemplar heute geworden. Der Kleine hier heißt Rufus. Ja, und ist etwas völliger, weil er eine verletzte Pfote hatte und sich nicht wirklich bewegen konnte. Ja, und er hat den inoffiziellen Titel Dickster Lux in Deutschland bekommen und ist deshalb auch Werbestar in Amerika geworden, weil eine Fastfood-Kette ein Foto von ihm gepostet hat. Also, wir sagen Happy Birthday und Grüße nach Schweinfurt. Von dort kommt er nämlich. Jetzt geht's weiter mit der Rundschau und wir können uns morgen wiedersehen. Schönen Abend noch.